Hallo, liebe Venus-Besucher. Willkommen zurück bei Wolfenstein 2, The New Colossus. Ich habe jetzt schon mal die Gegner in diesem Raum hier geklärt, bis auf einen, der läuft hier noch so ein bisschen Patrouille. Da hinten. Damit wir hier gediegen weitermachen können, ohne viel Stress in die Folge starten. Könnt ihn zwar killen, aber dann wird ja wieder der Alarm losgetreten und so weiter und so fort. Habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Deswegen machen wir das einfach so ein bisschen stealthy und leise und so, ne? Oh, ich muss jetzt mal wissen, wo es denn hier weitergeht. Eine Karte gefunden. Zeigt die mir an, wo es lang geht? Das ist eine riesige Tür. Da vorne war ich schon, aber ich habe keine Ahnung, wie ich da durchkomme. Und hier ist so ein Symbol von der Leiter. Ich werde mich mal sneaky hier runter bewegen. Geht nicht. Hier geht's. So. Ich hätte die Gegner auch umgehen können. Ich check das halt echt nie, ob in der Gegend irgendwas noch ist. Ich muss mal meinen Sound ein bisschen lauter machen. Ich check das halt nie, ob in der Gegend noch irgendwas ist, was ich nutzen kann, um mich zu verstecken oder sowas, ne? Bin da manchmal so ein bisschen lost. Oh shit. Ist das diese Tür, durch die ich durch muss? Nö, das ist die da hinten. Aber keine Ahnung, wie ich die aufkrieg. Müssen wir mal gleich gucken. Ist hier ein Hebel oder sowas? Nö. I'm not sure about it. Weil hier außen war ich ja. Von da kam ich ja her. Aber ich muss durch diese große Tür hier durch. Weil ich sehe keinen Knopf, kein gar nichts, um das Ding aufzubekommen. Vielleicht muss ich auch alle Gegner töten, ich weiß es nicht. Oder vielleicht ist hier irgendwo ein Hebel oder irgendwas. Okay, der stampft fröhlich darum. Da ist noch was zum Naschen. Na, guck mal, eine Starkarte gibt's auch noch. Vielleicht muss ich hier noch angreifen. Ich speichere mal gerade. Okay, die Tür geht auf. Musste wohl passieren. Munition leer. Schön die platzen. Wahnsinn. Wow. Munition hier. Okay, das war's. Das war's für euch. Ihr seid tot. Geht mir nicht mehr auf den Sack. Ah, Rüstung ist voll. Okay. Hier lang? Ja, und hier liegt sogar noch irgendwie was. Limit erreicht. So. Kann ich das nicht? Nö.
soll ich denn hier aufheben? Darunter kann ich nicht. Es geht wahrscheinlich um die Axt, oder? Oder ist hier noch irgendwas versteckt? Check's gerade nicht. Geil. Frische Munition. Ja. Nö. Ah, hier vielleicht. Nee, das war nur ein Versteck. Also, da hätte ich mich verstecken können, aber... Das geht gar nicht eben weit drauf. Alright. Scheiße zu treffen, die Dinger. Oh, und du auch. Ah. Ach so, ich bin... Ah ja, okay. Shit. Okay, warte. Okay. Ich hab vergessen, ich bin ja draußen. Kacke. Ich hab die Anzeige nicht gesehen. Nur irgendwie so im halben Auge. Ist hier noch irgendwas? Nazi-Helme. Okay. Liegt hier noch ein Secret? Nee. Ich weiß nicht, ob die Anzeige auch schneller runtergeht, wenn ich renne. Aber die geht schon dezent schnell runter. Ich will es nicht riskieren, deswegen laufe ich direkt zu so einem Degedit und lade erstmal meine Schutzschicht auf mit Kühlung. Okay, Rüstung ist voll. Hab ich noch getroffen? Warum lebt der noch? Oh nee. Nazi-Drohnen auch noch. Heavy. Ich glaube, ich tue mir mit der Waffe da keinen Gefallen gerade. Ich schmeiß die weg. Bin einfach zu langsam. Was? Halt Sägemehl? Ach du Scheiße! Was bist du denn? Okay, rein hier. Okay, keine Kälte mehr. Keine Hitze mehr. So, hier speichere ich gerade nochmal nach dieser Action. So, habe ich die Enigma-Karte mitgenommen. Muss ich gerade mal gucken. Ich kann ja nochmal zurück, oder? Ja.
Guck mal, das geht in Wolfenstein. Man kann wieder zurückgehen. In manchen Spielen, komischerweise, geht das nicht. Okay, Granaten brauche ich nicht. Alles voll. Gut. Ist hier in dem Raum noch was? Ich kann das Ding in die Luft jagen. Das geht. Okay, wieder raus. Die sind noch nicht aktiv. Daher kann ich sie easy killen. Ohne dass die was machen können. Aber... Obacht. Guck mal, wie prädestiniert der da steht. Oh Gott, du auch noch. Dreckige Nazi-Drohne. Wow, hinter mir auch. Boah, sie sind überall. Alter, was krieg ich denn hier für ein Damage rein gerade? Verdammt, ich verbrenne. Weil die explodieren, hab ich Schaden gekriegt. Ach du Scheiße, noch einer. Hey, komm, wo war die Station? Ah, hier. Ja, mach. Wo du verbrennst. Ui. Okay. Rüstung sammelt er auf. Die Waffe will ich. Die ist gut. Da war doch noch Munition. Ja. Gut, Limit erreicht. Perfekt. So, hier gebe ich mir nochmal einen frischen Kick. Oh, so schöne Kühlung, ne? Das. Bei den Temperaturen, die wir gerade haben, würde ich das auch gerne, so ein Kühlungsanzug. Ich hätte mir die Venus irgendwie anders vorgestellt, aber hey. 1961. Da war ich noch nicht geboren. Okay. So, das wieder. Dass der Sound auch so dumpf klingt, ne? Wie als ob du halt einen Helm auf hast. Beziehungsweise so einen Schutzanzug. Klasse gemacht. Direkt nochmal eine ordentliche Kühlung geben. Zum Glück stehen die Dinger gefühlt irgendwie an jeder Ecke. Die machen schön Bomben, die Dinger. Habe ich ja schon festgestellt. Wow. Dreckiges. Was zur Hölle? Was ist denn jetzt passiert? Alles explodiert, es ist komplettes Chaos. Warum explodiert hier alles? Was ist denn hier verkehrt? Ballern die mit Granaten auf mich oder was ist hier los? Das ist ja heavy. Was soll ich denn machen? Damn.
eigentlich irgendwo ein Symbol für Heilung? Krieg halt nur aufs Maul gerade. Guck mal, der lehnt sich da schön an. Den Raketenwerfer oder was ist das? Ich glaube, ich habe mit der Waffe hier keinen Erfolg. Sorry, ich muss die loslassen. Ich kriege hier halt nur auf die Fresse. Irgendwie gefühlt bringt das hier alles nichts. Gut, dann speichere ich gerade mal hier. Der explodiert und dann explodiert hier alles. Da haben die Nazis irgendwie ein Schild, dass es das zurückwirft. Ich weiß es nicht. Ich hab gedacht, ich sehe nicht richtig. Du tust mir hier nichts, du kleiner Nazi-Roboter. Aber die anderen hier, die sind frech. Ich hätte gerne meinen Ball zurück. Vielen Dank. Okay, die anderen Nazis schlafen. Perfekt. Kann ich mich einmal vorbeimogeln. So. Ein Aufzug. Ob wir bald die Codes haben? Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Hallo? Da drin laufen welche rum. Klopf mal höflich an. Warte mal, ein Safety-Safe hier. Ich brauche einfach nur zu warten, bis sie rauskommen. Labor für fortschrittliche Waffen und Roboter. Geht da oben. Ah, das klingt doch gut. Ups. Was ist das denn? Kommandogewehr. Halte die rechte Maustaste und drücke linke Maustaste zum Feuern. The fuck? Was ist das denn? Das ist ein energetischer Ionenwerfer-Scheiß. Damn, was haben die denn hier? Harte Waffen am Start. Das erinnert mich so ein bisschen in Doom, wenn man die BFG bekommt. Oh yeah. Scheiß auf die Waffe, die ist richtig gut. Aber die muss erst aufgeladen werden. Das ist in einem Kampf mit mehreren Gegnern, glaube ich, so ein bisschen unvorteilhaft. Aber ich glaube, die macht Laune. Ihr denkt vielleicht, dass ihr seid die Hölle. Aber von hier aus sieht's aus wie das Paradies. Welcome to Paradise. Die sind einfach alle verpufft. Alter, wie geil. Die Waffe geht einfach komplett steil. Das ist auch eine schwere Waffe, natürlich. Aber guck mal hier. Von ihm blieb nichts mehr übrig. Gar nichts. In Schall und Rauch haben sie sich aufgelöst. Was haben wir denn hier noch?
Türen, die nicht aufgehen und ein tolles Bild von Frau Engel. General Engel dankt euch für euren Einsatz auf der Venus. Aber klar tut sie das. Gute Frau Engel. General natürlich. Entschuldigung. Eintreten. Okay, hier ist wieder... Out of the Zone. Warte mal, das ist ein Roboter, den kann ich... überwältigen. Verdamm dich, Verbrenner. Oh, shit. Du hast recht. Ich sollte mich etwas beeilen. Wow. Oh nein, die Waffe! Déjà-vu? Wow. In die Weichteile. Kann ich nicht aufstehen? Nee. Ach so, wegen dem Laufband Déjà-vu hier. Als wir im Rollstuhl saßen. Oh Mann, die Waffe ist weg, das könnt ihr mir doch nicht antun. Ich hab sie auch doch gerade erst lieben und... kennen und lieben gelernt. Ist das die? Oh ja! Okay, ich hab nichts gesagt. Okay, ich muss hier raus, sonst bin ich tot. Okay. Speicher grad mal. Ziemlich viel los hier. Ja. Sehr gut. Er macht Pause. Hoch mit dir. Steht da? Mannschaftsquartiere. Okay. In sein Ashle. Habe ich noch einen Ball? Klar. Das steckt in seinem Arsch. Ich kann nichts dafür. Was? Hast du das Zeug zum... Aunebu? Baupiloten? Was? Wieder jemand an Theremin? Willst du noch irgendwas zum Wegsnacken? Ah ja. Wissen HP könnte ich noch gebrauchen. Da singt jemand. Oder? Er hat doch einen Theremin gespielt. Voll gut. Okay, nachdem wir einen Kommandanten erledigt haben, Karl Ruprecht von Krönen. Die sehen auch fast so aus wie er. Karl Ruprecht von Krönen. Hieß er von Krönen? Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall ein Nazi-General aus den Hellboy-Comics. Du hältst deinen Schnauzen, wenn ich hier lang gehe und euch mit Beilen bewerfe. Hier, da geht's nicht durch. Und wenn alle Stricke reißen, habe ich mir nochmal eine Supergun. Guck mal, ich habe keinen einzigen Schuss abgegeben. Alle sind tot. Das Beil ist einfach so übermächtig, aber deswegen gibt es auch so selten welche von denen, weil... Nun, erklärt sich ja von selbst. Einfach richtig zielen und werfen und die Gegner sind instant tot.
Hier da vorne stehen zwei, die gucken in die Richtung, deswegen gehe ich mal hier lang. Was haben wir denn hier? Arms. Könnte ja sein, dass da jemand drin steht, ne? Who knows? Sagt die Karte. Da gibt es Alarm. Und da gibt es da vorne noch irgendwas zum Sammeln. Okay, die. Oh. Ist es das? Ja, Waffenextension habe ich gekriegt. Okay, Dieselkraftwerk. Was? Nein. Was haben wir denn dafür noch? Entzündet den Diesel, sobald er den Lauf verlässt. Superladung. Halte den Abzug, um die Waffe aufzuladen und 5 Benzinkanister ja gleichzeitig abzufeuern. Größerer Tank. Verdoppelt die Tankkapazität des Dieselkraftwerks. Kampfpistole. Kette. Oh ja, das finde ich gut. Das nehme ich mal. Ich nutze die Waffe zwar nicht so oft, aber die Erweiterung gefällt mir ganz gut. Das heißt, die Kugel fliegt einfach geradeaus und nicht mehr in einem Bogen. Das heißt, ich kann sie direkt auf die Gegner abfeuern. Und dann sind die TOT. So, nachdem ich das gemacht habe, speichere ich gerade nochmal kurz. Damit ich das nicht nochmal einsammeln muss, weil ich es vergesse sonst. Gewächswachstum Sektion 2. Kann ich hier durch? Nö. Was war das denn? Pfeilwurf-Kills. 30 von 30 habe ich schon auf Stufe 3. Geht er dort? Was ist hier denn passiert? Behördenprotokoll. Gefangener Nummer 1, Dimitri Fedorov. Okay, das, ja, das ist ein Gespräch. Okay, saß dann jemand und wurde verhört. Aber hat nicht lange durchgehalten. Ich wollte gerade sagen, ist sein Enigma-Code noch da oder ist er auch verschwunden mit ihm zusammen? Ihr Limit erreicht. Also so sneaky war ich noch nie unterwegs. Munitionssparend. Mann, ich habe voll viel Munition. Jede Waffe ist voll. Also Munitionsmangels in dem Spiel halt echt nicht. Aber so Stealth-Kills machen auch Bock. Habt ihr Arschlöcher meine Odin-Codes? Möglicherweise haben sie die. Ich weiß halt nicht, ob... Die Waffe kann ich, glaube ich, nicht behalten, oder? Ist eine schwere Waffe. Guck nochmal gerade. Waffen. Mando-Gewehr. Ja. Schade. Weil wenn ich die Waffe jetzt wechsle, lässt er sie fallen. Ich will die noch nicht fallen lassen. Macht halt so Bock, die Waffe.
Magie geht halt richtig gut ab. So, ist noch was zum Einsammeln hier? Oh, ich habe was vergessen. Ich muss nochmal zurück. Wiggle, wiggle, wiggle. Text. Okay. So. Rein da. So, hier speichern wir gerade mal. Denn ich würde gut gelaunt sagen, wir sind bei einer halben Stunde angelangt und hier machen wir jetzt erstmal Schluss mit dieser Folge von Wolfenstein 2 The New Colossus. Das nächste Mal, denke ich mal, werden wir die Venus verlassen. Ich denke mal, in diesem Raum werden wir die Odin-Codes finden und dann machen wir wieder einen schönen Rückflug zurück. Wir müssen unsere Tarnung aufrechterhalten und uns wieder ein Schnorres ankleben. Also dann, macht es gut, bis zum nächsten Mal bei Wolfenstein 2 The New Colossus. Bis dann.